Hallo und herzlich willkommen zu Folge 222 von Legend of Us. Und wir befinden uns gerade wieder im Kellergewölbe. Stehen vor Carrador. Und dem müssen wir verkünden, dass das Buch verloren gegangen ist, der falsche Ausdruck. Es wurde gestohlen. Der Überbringungstrupp, die Eskorte wurde überfallen und alle Angehörigen dieses Trupps sind tot aufgefunden worden von Martinus und dann nochmal von uns durchsucht. Dann haben wir ein Wurfmesser gefunden und das mit der Information müssen wir jetzt hier zum Chef. Ah, okay, wir können ihn aber auch wegen des Teleportationswürfels ansprechen. Ich habe alle Seiten des Teleportwürfels aufgeladen. Damit kann ich jetzt zu 6 Orten auf der ganzen Insel teleportieren. Das sind gute Nachrichten. Das Artefakt wird dir bei deinen Aufgaben gute Dienste leisten. Hier hast du eine kleine Belohnung. Okay, also wahrscheinlich kann man das, nachdem man 6 Seiten gefunden hat, dann die Quest schon abgeben. So, das Meer hier, das brauchen wir nicht. Die Option, das ist alles uninteressant. Was für einen Trank kann man denn bekommen von dem guten Mann? Ein gescheiter Trank oder Extrakt des Lebens? Wie es scheint. Zum Wohl. Oder damit. Na dann. Und jetzt die schlechte Nachricht. Wir haben ein Problem. Martinus und ich haben die Männer im Wald gefunden. Tot. Das Buch, welches sie herbringen sollten, wurde gestohlen. Was niemals hätte geschehen dürfen, ist eingetreten. Ich hatte es befürchtet. Das ist ein bitterer Rückschlag. Wir werden unverzüglich alles in die Wege leiten müssen, was erforderlich ist, um dieses Buch wieder zu beschaffen. Gerät es in falsche Hände, wird die komplette Insel von unserem Versagen betroffen sein. Ich werde mit Margus. Jetzt komm mal wieder runter. Das Ding kann doch sonst wo sein. Und möglicherweise wissen diese Mörder noch nicht einmal, was sie da gestohlen haben. Ich weiß zwar nicht, wer dahinter steckt, aber so eine Tat wird nicht lange verborgen bleiben. Die Stadt kontrolliert schließlich die wichtigsten Orte auf der Insel und den Zugang zur Küste. Irgendwann findet sich das wieder und ohne Schiff kann man die Insel sowieso nicht verlassen. Ich habe bei den Leichen einige Wurfmesser mit Insignien gefunden. Da setze ich an. Im freien Lager benutzen die ja alles Mögliche als Waffen. Ich werde mich mal bei den Schmieden und ein paar Leuten durchfragen, wenn du keine Einwände hast. Zumindest halte ich es für unklug, jetzt offensichtlich Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, um nicht noch ganz andere Leute darauf aufmerksam zu machen. Ich kann dir nur raten, dieses Artefakt nicht wieder zu unterschätzen. Aber meinetwegen, du bist hier der Diplomat und wirst noch am ehesten Auskünfte erhalten. Aber auch nur dies. Finde heraus, wer in letzter Instanz dafür verantwortlich ist und wo das Buch nun zu finden ist. Ich melde mich, sobald ich etwas Konkretes habe. Ich brauche Zugang zum Tempel des freien Lagers. Sollten sie dich trotz deiner Verdienste nicht einlassen, dann nimm diesen Brief und gib ihn Selena. Sie ist für die Untersuchungen im Tempel zuständig. Sie? Eine Frau? Ja, das weibliche Geschlecht ist Wissenschaft und Magie nicht abgeneigt. Dass ein solcher Entschluss bei manchen nicht unbedingt auf Gegenliebe stößt, ist dir bewusst? Auch dies. Und nun nimm den Brief an dich und sieh, was du in Erfahrung bringen kannst. So, mit diesen Informationen können wir jetzt sogar tatsächlich weiter ins freie Lager. Also die Quest ist jetzt abgeschlossen worden. Nur ein Fußmarsch. Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt haben wir wie gewonnen, so zerronnen. Und jetzt sollten wir... Eigentlich wollte ich die Festung der Stadt und gehe nun... zu dessen größten Gegenspielern. Verkehrte Welt. Naja gut, wir müssen auf der anderen Seite auch auf jeden Fall noch irgendwie zum Dingen kommen hier, zum Fürsten. Das sollte ja auch nicht irgendwie... Wir haben ja auch Quests für, das wäre ja auch doof. So, es ist jetzt Abend, das heißt, ich gehe auch ins... Ich würde aber nochmal lieber... Egal, das können wir noch später machen im Norden. Da die Gegner zusammen dreschen, das eilt jetzt ja nicht. Das heißt, wir gehen jetzt tatsächlich erstmal ins freie Lager. Ist ja eher unüblich für mich, dass ich jetzt wirklich direkt wieder zur Hauptquest renne. Aber ich habe das Gefühl, dass wir da drin dann weitere Nebenquests bekommen werden. Auf der anderen Seite müssen wir eh noch warten. Am nächsten Tag gehen wir auf jeden Fall in die Stadt und reden mit Tizian. Und alles andere sind nur die Klosterquests, die ich glaube ich sowieso nicht wegrennen. Erstmal.
Ganz kurz, wenn wir das Schriftstück mal genauer anschauen, das wir bekommen haben. Also Kapitel 3 hat ein paar Hauptquests, keine eine einzige durchgängige. Was haben wir denn jetzt hier? Brief von Carador an Selena. Geschätzte Selena, ich fordere dich im Interesse der Akademie ausdrücklich dazu auf, mir wichtige Meilensteine eurer Arbeit und die damit verbundenen Reaktionen regelmäßig zukommen zu lassen. Es kann nicht sein, dass ich von der entdeckten Verbindung in die dunklen Lande erst Wochen darauf zufällig erfahre. Was das Freilager tut, ist die Angelegenheit von Wulfgar, aber haltet euch dabei mehr im Hintergrund. Des Weiteren, der Überbringer dieser Nachricht leitet Ermittlungen bezüglich des Artefakts aus dem Sumpf in die Wege. Ich erbitte dich, ihn dabei deinen Möglichkeiten entsprechend zu unterstützen. Postskriptum, es ist selbsterklärend, jedoch betone ich an dieser Stelle ausdrücklich, dass diesem Mann auf meine Anordnung hin der uneingeschränkte Zugang zum Tempel gewährt ist. Im Namen der Akademie und der Conservatio Carador. Lass mich da jetzt rein hier. Lass mich passieren. Ich muss in den Tempel. Du warst doch mit Flint auf der Expedition unterwegs. Er hat uns bereits alles Wichtige mitgeteilt und welche Rolle du darin eingenommen hast. Sicher steht dir damit der Zutritt zum Tempel frei. Allerdings würde ich dir noch eine bessere Rüstung anbieten. Gerne. Geh zu Stash und lass dich neu einkleiden. Du hast es dir verdient. Das war ja mehr, als ich erwartet habe. Es sei dir gedankt. So, und die Sache ist, den Zettel haben wir halt. Denn wenn wir Rekrut gewesen wären, also sprich hätten wir uns den Rekruten angeschlossen in der Stadt, dann hätten die uns hier natürlich nicht reingelassen. Also warum sollten die auch? So, die Frage, soll ich jetzt hier auch noch andere Leute, also wirklich nochmal den Schmied befragen und so? Dann kann ich auch mal ein paar Leute ansprechen, wenn wir eh schon hier sind. Fitch hat nichts zu sagen. Mann, hätte ich gewusst, dass dieser... Dass, ich habe echt gedacht, diese also die erste Kapitel 3 Quest wäre eine richtig große. Dabei war das richtig ohne Gegner, ohne Feindkontakt. Und schon bekommen wir die neue Rüstung. Worin sagt, dass ich eine bessere Rüstung bekommen kann? Wenn er das sagt, gut. Ich habe hier zwei bessere Rüstungen für Kämpfer zur Auswahl. Eine kann ich dir sofort überlassen, die andere wirst du jedoch aus eigener Tasche mitfinanzieren müssen. Und bevor du fragst, Rüstungen wachsen weder auf Bäumen, noch schmieden sie sich von selbst. Bevor du dir also eine bessere anlegst, gibst du mir die ältere wieder zurück. Immer diese Leute aber auch, die alte Rüstungen verkaufen, anstatt sie ehrlich wieder zurückzugeben. Genau. Also, was darf es sein? Naja, da ich kein Geld habe. 3000, das muss ich jetzt irgendwie schnell zusammenkratzen. Mittlere Kämpferrüstung. Viel Spaß damit. Werde ich haben. So, und jetzt können wir hier drauf gehen. Morin, wenn er da... Ich habe... Kommt quasi dasselbe nochmal. Und dann können wir die neue, also die schwere kaufen. Für 3000 mehr. Wir gucken uns erstmal die Werte an von der mittleren. Die leichte geht zurück zum Stash. Die Werte sind tatsächlich schon ziemlich annehmbar. Schon immense Verbesserung. Jetzt haben wir dieselbe, die Stash auch trägt, die mittlere. Die haben ja die meisten Leute an. Die ist auch ganz okay von den Werten. Also dafür, dass sie kostenlos ist. Die schwere ist natürlich etwas teurer und wir haben gerade wenig Geld. Und ich möchte irgendwie noch nicht irgendwie diese Armreife verkaufen. Wobei ich glaube, Torg ist Armreif. Der wird für keine Quest mehr wichtig sein. Generell könnten wir ein paar Ringe verkaufen. Wobei die gar nicht so viel Geld geben. Amulette haben auch nicht so viel gescheiter. Und dass wir die Rüstung immer abgeben müssen. Ist witzig gemacht. Wirklich witzig gemacht. Nun gut, ich würde sagen, ich gehe dann erstmal wieder am nächsten Tag in die Stadt. Hol mir mein Geld von Tizian. Komm wieder her. Warte mal. Und dann kaufen wir uns die schwere Rüstung. Das wird's Beste sein. Mal ganz kurz hier die Leute befragen, ob die irgendwas wissen oder hey, unwichtig sind. In den meisten Fällen eher total unwichtig. Wobei, ich wollte doch mal abends hier in der Arena kämpfen. Vielleicht können wir ja da auch was arrangieren. Da muss ich jetzt nicht gleich pennen gehen. Kann ich auch hier erstmal kurz ein bisschen durchfragen. Ich glaube, 22 Uhr war es, oder? Die Rüstung vom Gorok hätte ich halt gern. Die ist schon cool. Das ist wahrscheinlich die schwere.
Aber es gäbe ja dann noch die, die der Worin trug, die ist ja noch besser wahrscheinlich. Ich will kämpfen. Es ist noch nicht die Zeit für Kämpfe. Komm zwischen 20 und... Okay, zwischen 20 und 22, das trifft sich ganz gut. Dann brabbeln wir hier noch ein bisschen, sammeln Informationen, so gut es geht. Und dann geht's direkt ab. Können wir hier Informationen einfahren? Nee, schade. Hier hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, wenn der schon ein Informant ist irgendwie generell, dann wäre es doch ziemlich cool gewesen, wenn der uns was über die Wurfmesser erzählen könnte. Hey. Und da ist der Garrett. Und den können wir auch nicht drauf ansprechen, aber soll irgendwo im Norden ein Sumpf wir können sein? Auf jeden Fall einen Rohling stehlen. Die Frage, ob das funktioniert. Probieren geht über studieren. Also, Hermit. Hey, du. So, wir müssten auch bis auf wenige Ausnahmen müssten wir auch die ganzen Häuser hier geleert haben, weitestgehend, wobei, ich glaube, nicht die Truhen. Na warte, du gemeiner Dieb. Ja, Rickjob. Truhen hatten wir generell. Da muss ich auch schauen. Also ich glaube, das untere Viertel hatten wir es. Obere Viertel haben wir auch. Komplett. Beim mittleren müssten es noch ein paar Truhen geben, die wir auslassen mussten damals. Ich habe übrigens gesehen, dass in dem Korb da noch Kohle drin ist. Muss mitgenommen werden. Wir haben kein Geld. Wir brauchen alles, was wir haben können. So, aber der kann ja nicht verkaufen oder kaufen. Jetzt überlege ich gerade. Immerhin haben wir die Goldmine. Gehen wir nochmal zu den Händlern. Ich würde halt gerne hier mal kämpfen. Deswegen, ich gucke mal, dass wir irgendwie ein paar Ringe loswerden oder ein bisschen Ramsch, den wir nicht mehr brauchen. Auf 3000 Dropiri werden wir auf keinen Fall kommen. Leider. Aber wenn wir Tizians Geld dann haben, dann müsste das passen. Ob wir Santor beklauen können. Ansonsten werden wir dann demnächst in den Tempel hineingehen. Da ist ja auch dieser stärkste Kämpfer, Schwachkopf da. Der muss auch noch auf den Deckel kriegen. Hier diese Quest. Der stärkste Mann. Den haben wir schon sehr lange. Tag 13. Also Jaston oder Jaston. Dann gebe ich der stärkste Kämpfer auf der Insel. Ich sollte zum Tempel des freien Lagers gehen, wenn ich ihn herausfordern will. Laut dieses Schreibens gibt es sogar eine stattliche Belohnung für einen Sieg. Ist natürlich die Frage, wie stark der ist. Sollen sie irgendwas in... Oh, einen Apfel nehmen wir mit. Apfel wird direkt mitgenommen. Kann ich dem irgendwas verkaufen? Könnt ihr auch irgendwie... Wacholder oder so verkaufen, weil das brauchen wir eh nicht. Aber das bringt halt auch kein Geld. Milch genauso wenig. Reisschnaps ein bisschen was, aber das lohnt trotzdem nicht. Wasser? Nee. Was können wir loswerden? Ich noch ein bisschen Ramsch. Ein bisschen Ramsch habe ich sogar noch. Boah, wobei, das bringt gerade relativ wenig. Nur 15 und nur 8. Gibt es hier verschiedene Preise oder sowas? Warum kommt mir das gerade so wenig vor, was wir für Silberkram bekommen? Tabak Baltma auf jeden Fall. Ah, ich habe ja noch einen Haufen Lederbeutel, fällt mir gerade ein. Ha, die Notration. Mensch. Da war noch was. Da war doch noch was. Wir haben auf jeden Fall mal 500. Ja, das kommt davon, wenn man die ganze Zeit aufhebt, dann denkt man erst, ach ja, die nehme ich mir dann für Notfälle, habe ich ja noch Lederbeutel mit Geld drin. Ja. Dann hast du 5 Folgen lang überhaupt kein Geld und denkst dir, ja, wo kriege ich Geld her? Ja. Einfach mal zum Inventar gucken. 41 Apfeltabak haben wir auch noch. Und hier haben wir nochmal 600 Gold. Wenn man hier die Notrationen aufgebraucht. Also 1100 haben wir und wir haben genau 20 Uhr, das heißt, es gibt noch ein bisschen Knüppelei und dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Geld. Sind wir wenigstens wieder ein bisschen flüssig. Und jetzt gibt es hier ein bisschen Rumgedresche, würde ich sagen. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie stark der Typ wirklich ist. Also ganz am Anfang hätte man sich da viel vorstellen können bei diesem stärksten Mann. Ja? Aber jetzt haben wir 160 Stärke, also... Den sollten wir eigentlich hinbekommen. Vielleicht eher mit der schweren Rüstung dann, aber egal. Ich will kämpfen. Wenn du gewinnst, bekommst du das Doppelte. Ich nehme an, du setzt auf dich selbst. Das liegt doch auf der Hand. Hier hast du die Roperi.
Dein Gegner ist Gravo. Geh in die Arena. Meine Meinung kennst du. So, kommt Gravo auch? Da kommt er schon. Ja, der ist ja nix. Halbe Portion da. Seid. Na, du halbe Portion. Lass uns kämpfen, zieh deine Waffe. Jeder, der nicht hierher kommt, ist ein Dich mach ich fertig. Glaubst du selbst nicht? Das ging flott. Der hat auch nur schwer dabei. Er steht direkt wieder auf. Darüber reden wir noch. So. Nächster Kampf. Der hat aber Full Life, ne? Also der. Gut, 160 Stärke. Guten Tag. Na, da hattest du aber großes Glück. Ja. Ganz großes Glück. Da hast du recht. Wer geht da denn schon freiwillig? Aber kann pro Tag nur einen Kampf machen, oder was? Wow. Also ich habe jetzt Gewinn von 50 Gold. Ich dachte, jetzt kann ich mich hier durch alle durchknüppeln, aber wohl doch nicht, schade. Hätte Spaß gemacht. So, das heißt, ich gehe jetzt in die Stadt, penne eine Runde, hol mir das Geld von Tizian ab, komm wieder her, hol mir die bessere Rüstung und dann gehen wir in den Tempel. Das ist jetzt so der ungefähre Plan. Zaubert er jetzt ein neues Schwert hervor, oder? Ja, tatsächlich. Das heißt, wir haben ein grobes Schwert plus gemacht. Das heißt, das könnten wir notfalls noch verkaufen. Wo ist es denn? Oder habe ich es nicht aufgesammelt? Ich habe es doch aufgesammelt, oder? Bin ich bekloppt? Wo ist das grobe Schwert hin? Ich habe mir sicher hier das aufgesammelt. Naja. Dann wohl nicht. Also gut, auf in die Stadt und eine Runde schlafen. Ich weiß gar nicht, haben wir hier eigentlich eine Bleibe? Im freien Lager? Ich glaube nicht. Das müssten sie auch mal irgendwie einfügen, oder ich müsste mir irgendwie vielleicht ein Haus kaufen oder jemanden vergraulen oder was weiß ich, wie ich in ein Haus komme. Hey Tobias, der Laden ist zu. Hier steht keiner mehr. Komm, geh ins Bett. So, wie gesagt, am nächsten Tag, dann dürfen die zwei Tage rum sein, die der Tizian braucht oder brauchen wollte. Das hieße dann für uns, dass es dann 4000 Gold gibt. Und darauf freue ich mich schon. Und wird 3000, wenn wir dann die neue Rüstung holen. Mann, oh Mann. Aber jetzt war schon die mittlere. Und der Kampf gegen Gravo hat uns ja bewiesen, wir haben erstmal keine Probleme. Gut, der ist auch ein relativ leichter Gegner. Also sehr leichter Gegner. Verdammt, was ist los? Aber der seiner Meinung nach stärkste Kämpfer, der muss auch noch eines Besseren belehrt werden. Ganz klar. Da wird auch ein bisschen auf den Kopf gehauen bei dem. Wie gesagt, Apfeltabak und so weiter habe ich jetzt erstmal aufgehoben, denn ich weiß nicht, inwiefern man da irgendwas modifizieren kann. Was weiß ich, vielleicht kannst du da aus irgendwie normalem Apfeltabak doppelt machen oder man soll einfach alle wegrauchen und hat dann eben noch mehr Attribute. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wie das genau ist. Ansonsten behalte ich erstmal, außer den Honigtabak war es, glaube ich, der hat nämlich Leben gebracht, den er mal weggepulvert. So, und jetzt hoffe ich, dass der Tizian schon. Wäre natürlich ganz cool, wenn man da irgendwie eine Nachricht bekommen würde. Von wegen, oh, ich glaube, die zwei Tage sind rum, ich sollte mich mal bei Tizian melden. Oder irgendwie sowas in der Art. So ein Indikator, dass er weiß, jetzt muss ich zurücklaufen. Wir müssen jetzt einfach auf gut Glück dahin latschen und hoffen, dass der fertig ist. Es müsste aber eigentlich. Also, es sind ja zwei Tage rum. Es ist halt die Frage, ob zwei Tage vergehen müssen oder 48 Stunden. Ist ja nicht dasselbe. Aber wir laufen einfach mal hin. Ich meine, wir haben ja jetzt einen Teleportwürfel. Dann gehen wir halt sonst einfach direkt wieder ins freie Lager. Eine Runde Pen hätten wir so oder so gemüsst. Gemusst. Deswegen, egal. Der Gammel hier ist noch gar nicht da, oder was? Der mit seinem teuren Schund da, der Kerl. Na gut, ist ja auch gerade erst morgen. Ich hoffe, der Tizian ist schon da. Ich habe übrigens immer noch keine Ahnung, was es da mit den Severins da auf sich hat, ne, da, oder von Baron Severin da, die Hütte. Oh, was machst du denn schon hier? Na was wohl? Ich will meinen Gewinn abholen. Naja, was dein Gold angeht. War klar. Es ist weg. Es ist was? Meine Karawane. Sie wurde überfallen. Sie sind alle tot. Was ist passiert? Banditen. Das ist passiert. Sie haben alle abgeschlachtet.
Sie haben unsere gesamte Investition gestohlen. Ich bin pleite. Wo ist das passiert? Wieso? Du glaubst doch nicht, dass du wirklich noch jemanden von denen findest. Lass das mal meine Sorge sein und spuck's endlich aus. Harik erzählte mir von dem Überfall. Er sagte, es sei genau zwischen seinem Rekrutenturm und Tries Holzfällerlager passiert. Gut, ich werde sehen, ob ich diese Banditen finde. Ich besorge unsere Operi schon wieder. Viel Glück, mein Freund. Pass aber auf dich auf. Diese Banditen sind ziemlich gerissen. Hey. Schlag ich von Honor. Das war natürlich so klar. Was, es wäre gewagt, seinen Zettel zu stehlen. Wer steckt da ja da auch mit drin? Also der Tizian hat generell keinen so seriösen Eindruck gemacht. Es war natürlich klar, dass jetzt beim letzten Mal das Ganze überfallen wird. Aber ich denke mal, wir bekommen das Geld plus Zinsen wahrscheinlich zurück oder plus Wertgegenstände, die das Ganze aufwiegen. Das hieße dann, bevor wir ins freie Lager gehen, werden wir natürlich erstmal zögernd, erzählte mir, also ne, das Abklären, zögernd erzählte er mir, dass der Überfall zwischen Tris Holzfällerlager und Hariks Rekrutenturm passiert ist. Hariks Rekrutenturm war der zwischen Stadt und Hafen. Das heißt, für uns, wir laufen jetzt einfach zu Tris Lager runter in der nächsten Folge und werden den dann mal ein bisschen befragen, wie es aussieht. Das heißt, wir werden die Quest vom Tizian beenden oder zumindest weiter bearbeiten. Sobald wir das gemacht haben, werden wir wieder in unser Lager zurückkehren und wahrscheinlich dann die Quest der stärkste Mann beenden. Also hoffe ich mal, ganz naiv, dass wir das hinbekommen. Und ansonsten werden wir uns im Tempel umschauen. Da wird es wahrscheinlich auch noch eine Menge Nebenquests geben, schätze ich. Also höchstwahrscheinlich, je nachdem wie viele Personen da drin sind. Und dann schauen wir auch mal, wie es mit der Hauptquest da weitergeht. Und wie gesagt, Ödland, das können wir, glaube ich, dann irgendwo noch zwischen reinschieben. Und ansonsten, falls mal irgendeine andere Quest hier noch weiter bearbeiten könnte und ich bin zu blöd, es zu realisieren, könnt ihr mir auch mal Bescheid geben. Aber jetzt erstmal Tizians Quest. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.